Freunde, heute geht's auf zum Ernten und zum Knoblauchstecken. Neben Melanzani habe ich noch viel mehr mit in die Küche nehmen können. Der Kürbis wurde ja vom Mehltau heimgesucht, aber die Hokkaido leuchten immer noch vom Weiten. Die Stiele sind schon trocken und nun wird geerntet. Ich lasse immer ein Stück vom Stängel dran beim Ernten. Auch der Gartenberat freut sich über die Kürbisse. Schade nur, dass sie nicht aus Fleisch sind. Auch die Honigmelonen sind jetzt endlich reif. Die Pflanze ist auch schon ganz verdorrt, also ab in den Korb mit ihnen. Die Fisolen sind auch erntereif. Da gibt's endlich wieder mal Dillfisolen. Die dunklen Fisolen werden übrigens beim Kochen grün. Die Melotrea hat noch viele Früchte und ich liebe sie im Salat. Sie sind saftig und schmecken ein wenig säuerlich. Auch Gurken werden immer noch reif. Die roten Minis und die Cocktailtomaten tragen auch noch viel. Hier sind auch noch welche der Sorte süßer Franzl. Und Orange Wunder, eine orange Fleischtomate. Die Mini-Paprika passen auch gut in jeden Salat. Und die Paprika-Ochsenhorn sind fürs Kochen gut geeignet. Das ist meine Kürbis- und Melonenausbeute von heute. Und hier sind Gurken, Fisolen und Paprika. Die Tomatenernte ist immer noch erstaunlich gut. Und jetzt geht's auf zum Knoblauchstecken. Vielleicht klappt es ja diesmal, denn heuer konnte ich leider gar keinen Knoblauch ernten. Diese Sorte soll im September gesteckt werden und ist winterhart. Ich zerteile die Knollen in die einzelnen Zehen. Zwischen die Erdbeeren kommen die Zehen dann ein paar Zentimeter tief in die Erde. Der Knoblauch soll von den Erdbeeren Krankheiten und Schädlinge fernhalten. Zwischen den einzelnen Zehen lasse ich so circa 7 bis 10 cm Abstand.
Nach all dieser Arbeit lasse ich mir nun die Melone gut schmecken. Bis bald!